Hallo zusammen. In diesen Tutorialen widmen wir uns diesem Projekt. Es ist hier jetzt neu auf die Nummer 4 gerückt. Der Hintergrund ist der, ich habe die Projekte nochmal nach steigender Komplexität neu sortiert und dieses Projekt steht dafür, dass wir Module auf ein Polygonobjekt in dem Modus Polygon Mitte verteilen und mit Selektionen innerhalb dieses Polygons festlegen, welches Modul wo platziert wird, und mit einem Shader-Effektor dann die genaue Ausprägung dieses Elementes festlegen. Damit meine ich, wir haben hier in dieser Fassade, schauen wir uns das mal besser in der größeren Darstellung an, wir haben hier in dieser Fassade bei genauerer Analyse des Fotomaterials zu diesem Projekt, das ich auch hier wieder aus Urheberrechtsgründen nicht zeigen werde, sehen wir, dass wir feststehende Elemente haben. Und dann jeweils an diesen feststehenden Elementen Öffnungsflügel. Die hängen hier an dieser Kante mit einem Scharnier, haben selbst auch nochmal ein Scharnier, sind also solche Doppelschiebeflügel oder Klappflügel. Und davon gibt es pro Fassadenelement oder pro Fassadenachse gibt es dann zwei. Das heißt, wir haben dieses Modul einmal links anschlagend und einmal rechts anschlagend. Ja, es ist aber dasselbe Modul, es ist nur einmal links, einmal rechts positioniert. Hier kommt dann wieder das Feste und hier sehen wir dann schon wieder ein jetzt ganz geschlossenes Doppelmodul und hier unten drunter ein ganz geöffnetes Doppelmodul. Das heißt, wenn wir mal durchzählen, haben wir hier in der Umsetzung 1 halb geöffnet, 2 ganz geschlossen, 3 ganz geöffnet, 4 ein Viertel geöffnet. Wir haben also 4 Module, die jeweils rechts oder links anschlagend eingebaut sind. Und mein Anspruch war es, in Cinema 4D diese Systematik so umzusetzen, dass man mit minimalstem Aufwand diese Module herstellt und die maximalste Flexibilität hinsichtlich der Konfiguration dieser Fassade, wie ist sie mehr geschlossen, ist sie mehr offen, ist sie ganz offen oder ist sie ganz geschlossen, dass man diese Flexibilität maximal ausnutzen kann. Hier noch ein kurzer Blick von innen, wie sich die Fassade dann darstellt. Ich habe also jetzt hier jedes Mal die Fassade in dem gelieferten Render-Setting schon mal getestet. Sie erinnern sich vielleicht, für alle die, die das zum ersten Mal machen, auf dem Server bzw. in den Kommentaren zu dem Film habe ich diese Datei verlinkt. Die kann man sich also als Basis herunterladen. Wir haben hier das Polygonobjekt, auf das wir diese Module klonen wollen. So habe ich diese Datei geliefert. Wir werden also als erstes diese Module nochmal etwas anpassen. Wir werden zum einen das ganz Geschlossene herstellen und wir werden uns in Anbetracht dessen, dass wir die durchdetaillieren wollen, sprich einfach mit der Lattung und der Unterkonstruktion versehen wollen, werden wir uns diese Module auch nochmal optimieren. Das wird also der erste Arbeitsschritt sein. Dann werden wir sie auf der Polygonoberfläche verteilen und zu guter Letzt werden wir
Sie in das Rendervorlagedokument übertragen, deswegen habe ich das hier Übertrag genannt. Und in diesem Rendervorlagedokument finden wir dieses gesamte Paket und darin werden wir uns dieses Raummodul, was ich einfach so als Rendertest mitgeliefert habe, konfigurieren. Es ist nämlich bei genauerer Betrachtung das passende Raummodul für diese Fassade. Und das werden wir uns also dann dahinter setzen. Also alles in allem eine anspruchsvolle Fassade, die aber bei genauerer Vorbetrachtung und Analyse dessen, was man tun will, sich in sehr leicht erfassbare Einzelarbeitsschritte auflösen lässt und bei guter Vorbereitung, so wie ich das jetzt hoffentlich gemacht habe, können wir diese Fassade in sehr, sehr kurzer Zeit erstellen und haben dann die maximale Flexibilität. Die will ich jetzt auch mal aufzeigen. Wir haben hier den Shader-Effektor, der die Verteilung der Module auf der Polygonauswahl regelt. Und wir sehen, wir haben hier einmal die linksanschlagenden, einmal die rechtsanschlagenden Module. Dann gibt es hier noch einen Kloner für diese festen Elemente. Und jetzt werde ich mal den Shader etwas in Aktion versetzen. Und da sehen wir, dass wir jetzt hier durch die Konfiguration des Kontrastes oder der Helligkeitswerte den Zustand zu ganz geschlossen bzw. ganz offen herstellen können. Das ist lediglich hier ein Regler, an dem ich da etwas arbeite. Und ich könnte natürlich auch die Verteilung hierüber noch weiter verändern. Das heißt, hier den prozentualen Anteil der Elemente steuern. Und wenn ich mehr Variationen brauche, setze ich das mal wieder zurück. So, wenn ich mehr Variationen mir anzeigen lassen möchte, dann kann ich hier oben mit dem Startwert spielen. Also alles in allem sehr leicht und schnell umzukonfigurieren und letztendlich auch der Zustand ganz geschlossen, ganz offen, überhaupt kein Problem, das mit wenigen Klicks herzustellen. Okay, dann fangen wir an. Wir starten also in dieser Rastervorlagedatei, die Sie sich von meinem Server laden können und werden jetzt als erstes diese drei gelieferten Module anpassen. Dazu schauen wir zuerst mal, wie die im Wesentlichen aufgebaut sind. Wir haben einen Zylinder, sehr stark reduziert von den Segmenten, der das Scharnier darstellen soll. Dann sehen wir ein Polygonobjekt mit den Maßen. Ich klappe das mal auf, da steckt also ein zweites Polygonobjekt drin. Wenn ich darauf klicke, sieht man das Einzelmaß 90 cm auf 2,80. Das heißt, beide zusammen 1,80 auf 2,80. Wir haben also ein Achsraster von 90 cm. Das können wir mal in dem Polygon überprüfen, indem wir dann die Module anheften wollen. Und wenn ich hier mal auf ein einzelnes Polygon klicke, sehe ich 90 auf 2,80 und die größere also diese Ausbildung ist quasi die doppelte Größe, die 1,80 auf 2,80. Dieses Objekt habe ich mir tatsächlich in einem CAD-Programm erstellt und hier rein geladen über die Schnittstelle zwischen den beiden Programmen, also als Datenaustausch quasi hier reingeladen.
Man kann sich das natürlich auch in Cinema 4D herstellen. Mir ist es dort leichter gefallen, einfach diese Werte, diese Grundmodule herzustellen, zu einer Fläche zusammenzufügen und das hier mal reinzuladen. Bevor wir diese Module jetzt gleich editieren, noch eine kurze Überlegung. Wir sehen, dass bei allen drei Modulen, hier ist es am deutlichsten, der Mittelpunkt das Achsenkreuz im Mittelpunkt liegt. Das heißt, auch im Modul 2 können hier auf der Rückseite können wir das den Nullpunkt anhand dieses kleinen weißen Punkts noch erkennen. Hier ist der auch zu sehen, hier ist er schwarz, da ist er ganz schwach zu erkennen hier. Also bei allen Modulen liegt der Mittelpunkt in dem Punkt, der dann hier die Polygonmitte repräsentiert. Das ist jetzt vielleicht etwas umständlich ausgedrückt, aber ich hoffe, Sie haben es verstanden. Das ist der Einfügepunkt, das ist jeweils die Polygonmitte, wenn ich die Objekte dann klone und sage, mach das mal bitte im Modus auf Polygone justieren und Polygonmitte. Das nur schon mal vorab zur Erklärung, weil das ist wichtig, dass man mit diesem Grundverständnis an das Ganze rangeht. So, jetzt machen wir Schritt für Schritt. Wir werden uns also zunächst dieses Objekt, ich gehe mal hier wieder in den Standardwerkzeug, Verschiebezeiger, Modell bearbeiten. Wir werden uns also dieses Polygonobjekt herauskopieren. Command C, Command V, das liegt jetzt ganz oben und das schiebe ich mir jetzt hier rüber. Das wird mein Basismodul für die detaillierte Erstellung dieser Klappelemente. Ich werde sogar noch mal einen Schritt weitergehen, denn in der Effizienz der Herstellung hat sich Folgendes ergeben. Wir haben ja, schauen wir uns die Bilder vielleicht noch mal an. Wir haben einen Rahmen, der ist, hier kann man es erkennen, viergeteilt und darauf sitzt eine Lattung. Ich habe mir durch einige Tests ein, wie ich finde, dem Original ganz nahe kommendes Maßsystem überlegt. Das werden wir jetzt hier zur Anwendung bringen. Die Unterteilung hier in vier Einzelfelder kann man natürlich auch mit einem Messer herstellen. Das heißt, ich kann mit einem Schneidewerkzeug hier Schnitte anbringen. Und genau das will ich jetzt mal tun. Denn in der Version 18 können wir hier mit dem Snapping arbeiten. Ich ziehe mir diese Palette mal raus, indem ich mit der Maus hier mich hier oben hin bewege, an den Palettenrand loslasse. Und wenn ich im Polygonmodus bin, möchte ich snappen die Kanten. Und wenn ich Kanten aktiviert habe, kann ich nämlich den Mittelpunkt snappen. Und diesen Effekt mache ich mir zunutze, indem ich jetzt das Polygon selektiere, dann rechte Maustaste, Ebenenschnitt, die Einstellungen auf Lokal ändere. Und da sehen wir schon, dass bei XY-Achse wir jetzt hier diese Schnittlinie als Preview angezeigt bekommen. Und da wir hier auf Mittelpunkt gestellt haben, brauche ich jetzt nur an diesen Punkt zu gehen. Einmal klicken. Sie merken, ich bewege mich mit der Maus hier leicht nach innen, damit diese Linie kommt. Ja, wenn ich außerhalb bin, ist klar, existiert sie nicht. So,
Er fängt jetzt ja die neue Mitte. Das heißt, auch hier haben wir wieder eine Mitte. Zack und zack. So, damit ist das Polygon in vier gleiche Teile unterteilt. Ich mache das Snapping wieder aus, mache auch die Palette wieder zu und kann jetzt mit diesem Element weiterarbeiten. Der nächste Arbeitsschritt ist, dass wir in den Kantenmodus wechseln, alle Kanten selektieren, nämlich die Rechteckselektion und den Befehl wählen, Kantenselektion zu splinen. Das Ergebnis ist, dass als Unterobjekt des Polygonobjektes jetzt ein Spline abgelegt wird. Den ziehe ich mir hier raus. Das Polygonobjekt mache ich unsichtbar, indem ich hier diese Knöpfe drücke und erhalten habe ich ein Spline-Objekt. Wir können uns das hier auch mal im Punktmodus anschauen, bei dem also als zusammengesetzter Spline die Kanten umgerechnet wurden. Die aktiven Kanten werden dort also in ein Spline umgerechnet. So, was machen wir mit dem? Wozu habe ich das gemacht? Wenn ich dieses Spline-Objekt habe, brauche ich ja nur noch einen Rechteck-Spline anlegen. Der liegt jetzt im Nullpunkt, den sehen wir jetzt hier nicht. Wir können den natürlich uns auch übertragen. Ich gehe auf Werkzeug, Objekt anordnen, Koordinaten übernehmen. Das ist dieses Werkzeug von dem Spline neu transformieren. So, hier sehen wir, dieses ankommende Rechteck ist bei mir 40 mal 40 cm und das wollen wir stellen auf 0, 2, 5, also 2,5 cm und hier 3 cm tief. Also sehr, sehr schmales Rahmenprofil, was wir dort erzeugen werden. Und mit diesem Begriff Rahmenprofil, jetzt habe ich hier einen Fehler gemacht, das sollte, ja, genau. Ich kann natürlich die Werte nicht hier einstellen, sondern es ist ja ein parametrisches Objekt. Ich muss die Werte natürlich im Objektmodus des Rechtecks definieren. Hier kann ich jetzt die 24 und hier die 3 bzw. 25 hatten wir ja gesagt. So, dieses Rechteckobjekt, ich habe es schon als Profil bezeichnet und den Pfad, den wir hier aus dem Polygon abgeleitet haben, werden wir jetzt in ein Sweep-Nurbs-Objekt packen. Beide aktivieren, dem Sweep unterordnen und was das Objekt macht, ist das Profil am Pfad extrudieren. Damit haben wir diese Rahmenkonstruktion schon fertig. Das nächste, was wir uns erzeugen werden, ist die Lattung, die auf dieser Unterkonstruktion sitzt und dazu erzeugen wir uns als erstes einen Würfel. Dieser soll die Latte werden und diesen Würfel hole ich mir wieder mit dem Werkzeug anordnen, Koordinaten übernehmen an die Stelle, wo ich gerade arbeite. Da steckt von vorhin immer noch das Polygon, das Spline-Objekt drinnen, neu transformieren. Bei mir kommen alle Objekte kleiner an, als das normal ist. Das liegt wahrscheinlich an dieser
vorkonfigurierten Datei, in der es wahrscheinlich einen Skalierungsmaßstab gibt, denn wenn wir ein neues Dokument öffnen, kennen wir ja, dass die Würfel mit 2 Meter oder auch das Rechteck-Spline kam ja auch mit Komma 4 an. Also hier haben wir eine Skalierung drin. Wundern Sie sich da nicht, wir stellen einfach die Maße ein, die wir brauchen. Und für die Latte bedeutet das, dass wir 0, 3, 2,80 Meter in der Höhe und 0,05. Ich kann vielleicht die Werte hier nochmal rumdrehen. Setzen wir das hier ein und die 2,80 da. Dann müssen wir sie nicht nochmal rumdrehen. So, diese Latte werden wir jetzt in einen Kloner stecken. Das heißt, nächster Arbeitsschritt, Kloner aufrufen, auch den wieder mit dem Werkzeug übernehmen, an dieselbe Stelle bringen, hier noch einmal transformieren, klicken. Das Ergebnis ist, Kloner und Latte haben denselben Nullpunkt. Wenn ich jetzt die Latte in diesen Kloner hineinstecke, kann ich also sofort diesen Kloner konfigurieren. Und die Werte sind, dass wir hier 9 solche Latten brauchen, aber im X-Abstand von Komma 1 und Y soll 0 sein. Jetzt haben wir diese Lattung hier schon mal liegen. Wir müssen sie noch etwas verschieben. Auch dazu werde ich einfach den Kloner benutzen. Ich werde nämlich sagen, dass die Transformation Y,05 sein soll. Das heißt, jetzt rücken diese Latten hier davor, sind sogar mit Abstand. Die können wir vielleicht auf 0,4 setzen. Für x tragen wir beim Transformieren 0,05 ein. Ja, damit haben wir in dem Achsraster von 10 cm, wir haben ja immer 10 cm hier, 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 und da wir das jetzt um 5 cm versetzt haben, müsste also das nächste Element im selben Achsraster dann weitergehen. Das werden wir gleich sehen, wenn wir nämlich jetzt als nächstes uns ein Nullobjekt erzeugen, das wir auch wieder mit dem Werkzeug übernehmen. Ich hole mir das jetzt hier aus der Palette der letztverwendeten Werkzeuge raus. Sage, übernimm wieder dieselben Koordinaten, klicke wieder auf meinen Verschiebezeiger, dann liegt der Nullpunkt an derselben Stelle und dort hinein lege ich jetzt die Lattung, das benenne ich noch korrekt. So, das Basisobjekt nehme ich auch mit da rein. Und das ist jetzt das Grundmodul. Ja, wir haben also hier jetzt ein Grundmodul angelegt, das wir an die Stelle von diesen beiden Objekten und von diesen beiden Objekten und von diesen beiden Objekten setzen werden. Es gibt also nur ein einziges Grundmodul, das dann die Klappfelder bestückt. Das heißt, diese Polygone, die hier drin sind, die ziehen wir auseinander. Das heißt, das dem jeweils untergeordnete Objekt, ja, dieses hier, legen wir eine Schicht oben drüber. Und werden jetzt mit einer Instanz
Die holen wir uns hier aus den Werkzeugen raus. Instanz heißt, es ist ein Verweis auf das Original. Ändere ich das Original, zum Beispiel, dass ich den Kloner einfach nur noch 3 Klone habe anstatt 9, dann wird das in der Instanz ebenfalls mit berücksichtigt. Alles, was sich wiederholt, lege ich sinnvollerweise als Instanz an und schaffe mir damit eine enorme Flexibilität, was die Editierbarkeit dieser Objekte angeht. Setzen wir die Anzahl wieder auf 9 und kümmern uns um die Positionierung dieser Instanz. Wir haben ja das Werkzeug schon mehrfach angewendet. Diese Instanz soll die Koordinaten übernehmen von diesem Polygonobjekt. Dann kann ich sie in das Modul legen. Die Instanz kann ich duplizieren. Mit gedrückter Control-Taste kriege ich dieses Schnellduplizieren. Das heißt, ich klicke mit der Maus auf das Objekt, bewege es sozusagen ein kleines Stück nach oben. Sie sehen, der Pfeil ändert sich. Jetzt lasse ich los, habe damit also eine zweite Instanz erzeugt und die soll wiederum die Koordinaten übernehmen. Jetzt müssen wir gucken, das heißt Polygon.1. Das hatten wir jetzt schon. Also muss diese Instanz die Koordinaten übernehmen von dem Polygon. So, warum das jetzt gedreht ist, können wir uns mal versuchen zu erklären. Hier haben wir eine Koordinatenkreuzausrichtung blau nach hinten, rot, grün. Aha, ja, sehen wir hier. Ja, also dieses, warum auch immer, dieses Polygon ist gedreht gewesen. Gut, das ist nicht weiter schlimm. Wir können jetzt erstmal diese beiden Polygone wegschmeißen und drehen uns jetzt die blaue Achse nach oben. Ich gehe aufs Drehwerkzeug und 90 Grad mit gedrückter Shift-Taste. So, jetzt gucken wir uns das mal genauer an und sehen, dass wir noch eine kleine Anpassung machen müssen. Können auch das Material hier mal löschen, das Grün. Die Anpassung, die wir vorzunehmen haben, ist, wir haben unseren Rahmen von dem Grundmodul, den hier, den haben wir 90 cm breit gemacht. 90 ist aber das Systemmaß, das heißt das Achsmaß. Wenn ich jetzt diesen Rahmen 90 breit habe, dann noch die Materialstärke dazukommt, dann überschneidet sich das hier. Und wir haben natürlich überhaupt keinen Platz mehr für Scharniere. Demzufolge werden wir diesen Rahmen, das heißt ich öffne das Sweep-Objekt, klicke auf das Pfadobjekt, also dieses Spline-Objekt, werde jetzt zunächst die Achse in die Mitte setzen, Achse zentrieren, 000 ausführen. Das heißt, die Achse des Objektes sitzt jetzt in der Mitte. Das kann ich wieder zumachen. Und jetzt ändern wir die Breite. Da sich es jetzt hier um ein Spline-Objekt handelt und nicht um einen parametrischen Spline, das ist also ein Standard-Spline, kann ich jetzt hier unten die 0,9 in 82,5
umändern. Okay, wir sehen, das ändert sich jetzt hier gleich bei allen schon instanzierten Objekten mit, das sieht doch irgendwie plausibel aus und so werden wir das jetzt weitermachen. Das heißt, für unsere Fassadendetaillierung können wir die Zylindereigenschaften vielleicht im Umfang doch etwas verstärken. Ich mache hier mal 6 draus, dann sieht es schon tatsächlich so nach Scharnier aus. Ja. Man könnte das natürlich auch hier dazwischen fügen, das überlasse ich jetzt mal Ihrem Detaillierungswunsch. Modul 1 ist fertig. Modul 2 gehen wir jetzt an und dazu aktiviere ich zunächst eines dieser Instanzobjekte, drücke die Control-Taste und erzeuge mir damit bei gedrückter Maus, bewege ich mich woanders hin, erzeuge mir damit ein Duplikat dieser Instanz und werde mit dem Übernehmen-Werkzeug, das ich jetzt immer wieder aus der Palette der zuletzt verwendeten Werkzeuge hier ziehen kann, die Koordinaten von Polygon 1 übernehmen. Das ist das. Wieder Control-Taste, ein weiteres Duplikat, übernehmen von Polygon. Schon fertig. Diesmal müssen wir es nicht rumdrehen. Wir können die beiden Polygonobjekte löschen. Vielleicht ist es doch ganz sinnvoll, mit der Materialfarbe noch zu arbeiten. Ich weise also hier mal auch wieder das Grün zu. Das sehen wir dann in der Gesamtfassade besser. Wir können ja, wenn wir zum Schluss das Ganze materialisieren, dann hier diese sinnvolle Materialzuweisung Holz und Metall vornehmen. Dasselbe müssen wir jetzt natürlich für das Modul 3 absolvieren. Wieder ein Basismodul aktivieren, gedrückte Control-Taste, übernehmen, noch ein Duplikat anlegen. So allmählich dürften die Arbeitsschritte in Fleisch und Blut übergehen bei Ihnen. So, und jetzt sehen wir, wenn wir hier mal uns das anschauen, da ist sogar noch Platz fürs Scharnier. Das ist also ganz sinnvoll gelöst. So, auch diesen Zylinder werden wir auf 6 stellen und den auch. Okay. Wir werden uns jetzt sogar noch ein viertes Modul anlegen, indem wir das Modul 3, Command C, Command V kopieren und einfügen. Das können wir uns jetzt hier drüber ablegen. Aufpassen, dass es nicht hier reinrutscht. Also die können wir auch schon mal wieder zumachen. So, und das nennen wir 4. Schieben uns das ein Stückchen nach drüben und werden jetzt das ganz offene Element noch erzeugen. Dazu machen wir Folgendes. Wir schauen erstmal, wo sich von
den Elementen der Drehpunkt befindet. Ja, wir müssen ja hier diese dreiviertels aufstehenden Grundelemente, die müssen wir noch drehen. Der Drehpunkt ist also hier hinten am Scharnier und auch hier von dem Objekt an diesem Scharnier. Das ist ja dasselbe Objekt. So, jetzt verstehen Sie vielleicht auch, warum ich das hier untersortiere, denn als erstes werde ich dieses Objekt drehen und damit das dem untergeordnete Objekt mitnehmen. Das heißt, wenn ich jetzt das Drehwerkzeug auswähle, es hat hier 60 Grad und jetzt die Drehfunktion benutze, dann werden alle Unterobjekte natürlich mitgedreht. So, das stelle ich auf minus 90 Grad. Jetzt aktiviere ich das dem untergeordnete Grundmodul und drehe das in diese Richtung, bis es komplett anschließt. So geht es natürlich nicht. Wir können nicht die Geometrie ineinander liegen lassen und verschieben sie deswegen so, dass die zwei Elemente ungefähr so nebeneinander liegen. Gibt es dafür noch eine eigene Farbe? Ja, vielleicht weisen wir hier mal das Blau zu. Das Ergebnis, was wir jetzt vorfinden, ist, wir haben ein Mastermodul, das Grundmodul genannt, und dann zusammengesetzte Klappmodule. Das nenne ich jetzt auch mal ganz korrekt Klappmodul. Da bin ich jetzt mal pingelig. Okay. Und mit diesem Ausgangsmaterial können wir jetzt unsere gesamte Fassade bestücken. Ich werde dazu noch das Grundmodul nochmal instanzieren. Die brauchen wir nämlich für diese festen Module. Das lege ich mir schon mal hier hin und erzeug mir jetzt als erstes ein Klonobjekt, das ich in den Modus Objekt stelle. Hier wird jetzt gefragt, mit was für einem Objekt möchtest du das verknüpfen? Dazu werde ich erstmal dieses 3D-Polygon noch etwas bearbeiten. Zuerst mal nenne ich es 3D-Polygon zur Modulplatzierung. Ja, die Bezeichnung, die macht eine ganze Menge, was das auch nachträgliche Verständnis einer Datei ausmacht, aus. Das heißt, wenn ich so eine Datei in 2 Wochen wieder öffne, in der Zwischenzeit gar nichts damit gemacht habe, komme ich anhand der Bezeichnung sehr schnell wieder rein. Das, was wir jetzt hier mit diesem 3D-Polygon tun werden, ist, wir nehmen die Live-Selektion, gehen in den Polygon-Modus und werden uns jetzt die 90er-Elemente, die also die feststehenden Fassadenelemente repräsentieren, alle selektieren. Das mache ich mit gedrückter Shift-Taste, so dass ich hier mehrere Polygone selektieren kann. Diese Selektion werde ich mit dem Befehl Selektion einfrieren. Das könnte auch Selektion speichern heißen. Dieses Wort einfrieren bedeutet nichts anderes, als dass wir diese Selektion jetzt speichern und bekommen damit dieses Polygon-Selektionstag, in dem wir solche Funktionen wie Selektion wiederherstellen,
Polygone selektieren, deselektieren oder ausblenden, dann als Schaltfläche hier geliefert bekommen. So, die hat einen Namen, das heißt Polygonauswahl. Da tragen wir jetzt mal das Wort feststehend ein und nehmen uns das, ne, brauchen wir nicht, wir machen es anders. Okay, das ist also die Selektion feststehend. Jetzt gehen wir zurück auf den Kloner, ziehen das Objekt, mit dem wir die Klone verknüpfen wollen, da hinein und ziehen die Selektion da hinein. Das bedeutet, die zu klonenden Objekte soll sein mein Grundmodul, werden jetzt auf das Objekt mit dem Namen 3D-Polygon zur Modulplatzierung geklont. Es wird die Selektion feststehend berücksichtigt, aber was ist hier passiert? Er hat nicht die Klone auf die Polygonmitte gesetzt, so wie wir uns das wünschen, sondern hat erstmal seinen Standard, nämlich die Verteilung auf die Punkte gewählt. Klicken wir also hier in dieses Pull-Down-Menü, ändern das auf Polygonmitte um und müssen uns jetzt erstmal fragen, warum es nicht ganz so aussieht, wie wir uns das gewünscht haben. Nun, die Logik ist simpel. Das Grundmodul hat seinen Nullpunkt hier an der Seite. Und die Achsenausrichtung ist offensichtlich auch so, dass der Kloner die Instanzen dreht. Ja, also es sitzt hier in der Polygonmitte, das Objekt. Das haben wir dem Kloner ja auch so gesagt. Aber die Drehung dieser Achsen ist im Kloner dann nochmal anzupassen. Auch der Versatz ist über die Funktion Transformieren leicht lösbar. Das heißt, wir können jetzt hier als erstes mal schauen, welchen Winkel wir hier konfigurieren müssen. Zweiter Versuch, jetzt aber dritter Versuch. Okay, tragen wir hier 90 Grad ein. Also ich probiere das manchmal genauso aus, wenn mir das System der Achsen nicht nachvollziehbar wird, dann teste ich einfach drei Versuche, hat man. Das nächste ist, dass wir über den X-Wert sagen in Minusrichtung, 45 und damit sitzt jetzt das Modul hier am äußeren Rand. Es ist also die halbe Achsbreite verschoben worden und damit sitzt es absolut perfekt auf den dafür vorgesehenen Feldern. Das wird uns sicherlich mit den anderen Modulen nicht so passieren. Wir sehen ja, hier ist der Nullpunkt in der Mitte und ich denke auch von der Ausrichtung dieser Nullpunktobjekte, die ich da schon angelegt hatte, wird das keine Probleme machen. Nehmen wir also jetzt als nächstes den Kloner, beschriften den korrekt in feststehende Elemente. So, dann duplizieren wir uns den, kopieren, einfügen. Und machen jetzt zwei Dinge. Das erste ist, wir benennen ihn anders. Das werden die linksanschlagenden. So. Dann werden wir das darin befindliche Grundmodul löschen und von den Klappmodulen 1 bis 4 wiederum Instanzen erzeugen.
Ja, ich möchte also, dass die hier im Original liegen bleiben und nur die Instanzen in dem Kloner vorhanden sind. Klappmodul 1 ist aktiv. Ich wähle die Funktion Instanz, bekomme die ganz oben. Das mache ich jetzt viermal. Und können jetzt diese vier Instanzen dem Kloner unterordnen. Nicht erschrecken, was jetzt das Ergebnis ist. Es ist alles logisch. Wir haben hier ja einen Kloner dupliziert, den wir über das Transformieren angepasst haben. Das heißt, wir haben hier auf der einen Seite die Null wiederherzustellen, auf der anderen Seite die Drehung wieder auf Null zu setzen. Und die nächste Frage ist bei Objekt, stimmt denn die Selektion? Ist die wirklich die feststehende Selektion? Auch das ist nicht richtig. Wir müssen hier natürlich eine weitere Selektion in dem Polygonobjekt anlegen, und zwar für die linksanschlagenden. Okay, die Polygone sind selektiert. Ich sage Selektion einfrieren, nenne die links und werde jetzt den Kloner wieder aktivieren und anstatt Selektion feststehend links hier hineinziehen. Und siehe da, jetzt entsteht genau das gewünschte Ergebnis. Ja. Okay, das heißt, ich habe mit diesem Duplizieren etwas provoziert mit den falschen Ergebnissen, die da natürlich erstmal entstehen. Sie sehen, da darf man sich nicht sofort von verrückt machen lassen, sondern geht ganz analytisch vor, betrachtet, was ist da jetzt warum genau so und nimmt die Änderungen vor. Das bedeutet, wenn wir das jetzt für den letzten Bearbeitungsschritt nochmal analytisch angehen. Wir sollten uns als erstes eine neue Selektion erstellen. Wieder mit gedrückter Shift-Taste selektiere ich hier die benötigten Polygone, sage wieder Selektion einfrieren, nenne die jetzt rechts. Dupliziere mir Command-C, Command-V den Kloner, sage hier rechts anschlagend. Ziehe das neu angelegte Selektionstag dort hinein und bekomme jetzt das Ergebnis. Auf den ersten Blick ist es soweit in Ordnung, aber eben nur auf den ersten Blick. Denn wenn wir hier mal einzoomen und uns mal genau fragen, was er da gemacht hat, dann stellt man fest, das Element sollte ja eigentlich hier sitzen. Und das Element sollte auch hier sitzen. Und hier sieht man, das Scharnier sollte auch hier drüben sein. Sprich, alle Elemente sind natürlich dadurch, dass wir sie in der Erstellung die Scharniere links angelegt haben, sitzen die natürlich auch jetzt auf den Polygonmitten jeweils links. Die Frage ist, kann ich das einfach ändern oder wird es kompliziert? Es ist tatsächlich einfach zu lösen. Wir gehen auf den Kloner, sagen transformieren, geben für das X
ein minus 1 ein, Enter. Wir spiegeln also die Klonfunktion und haben jetzt immer, hier versteckt sich's, na, hier haben jetzt also hier die Scharniere immer rechts und links von dem feststehenden Modul anschlagend. Können wir also als letztes die Klonobjekte zuklappen und uns nochmal ein Nullobjekt anlegen. Das nennen wir Master. Und da hinein legen wir jetzt alle Module, die wir in irgendeiner Form erzeugt haben. Dieses Master-Objekte können wir durch die roten Punkte, die wir hier setzen können, ausblenden. Alle Instanzen werden jedoch aber sichtbar sein. Das heißt, zum Bearbeiten, wenn wir nochmal was an den Modulen ändern wollen, kann man es wieder einblenden. Ansonsten wird es ausgeblendet. Kopieren wir uns also als letzten Arbeitsvorgang diese gesamte Geometrie, Command C, in den Zwischenspeicher und setzen sie in dem Dokument, das ich auf dem Server zur Verfügung gestellt habe, Außensetting Demo. Dort setzen wir die Geometrie ein und können die jetzt vor der Fassade platzieren. Ich habe mit diesem Demo-Dokument gleichzeitig die Geometrie für die Raummodule zur Verfügung gestellt. Die hatten wir mal in einer Lehrveranstaltung in einer kleinen Gruppe angefangen zu realisieren. Ich habe die also jetzt hier verwendet und diejenigen, die das selber machen wollen, die tauchen einfach mal in diese Struktur ein, blenden mal die Kloner aus, schauen sich mal an, was hier eigentlich an Geometrie vorhanden ist. Dieses Objekt, den Trenner, den schaltet man am besten mal aus. Der gehört für das hier realisierte Projekt nicht mit zu den Geometrien, die gebraucht werden. Ansonsten ist der Raum auf Basis von Quadern, die wir weiter bearbeitet haben, entstanden. Eigentlich keine große Sache. Dann konfigurieren wir uns mal diese Szene fertig. Ich schalte zunächst das erweiterte OpenGL aus, das uns ja hier diese Schattenvorschau berechnet hat. Und wir gucken uns mal an, was wir jetzt eigentlich noch zu tun haben. Als erstes sehen wir, dass wir unsere importierte Fassade ein Stückchen nach oben verschieben müssen. Dann sehen wir, dass die Fassade flächenbündig mit der Oberfläche der Deckenvorderkanten liegt. Das heißt, wir müssen sie also auch ein kleines Stück abrücken. Wir können uns als letzten Finalisierungsschritt diese Polygone noch abtrennen und denen ein eigenes Material geben. Wenn Sie die Bilder zum Projekt im Web recherchieren und sich die genau ansehen, sehen Sie ja, dass diese Vorderkante in einem Blech ausgeführt ist und wir daher auch dieses Material zuweisen werden. Dann haben wir noch einen Shader-Effektor anzulegen, der die Verteilung der Module mischt, so wie wir das eingangs in der Vorstellung der Dateistruktur gesehen haben. Materialien drauf und
rendern. Dann sind wir fertig. Fangen wir also an, die ins Dokument eingefügte Fassade nach oben zu verschieben. Und das machen wir so, dass wir das Polygonobjekt, auf dem sich die geklonten Fassadenmodule befinden, nach oben setzen. 3,20 Meter war unser Systemmaß. Zwei Geschosse macht also 6,40 Meter, die ich hier als Y-Wert eintrage. Der Versatz in die Z-Richtung soll betragen 5 cm, gebe ich hier also plus 0,05 an. Falsche Richtung, minus 0,1. Das gleicht also die ersten 0,5 aus und gibt neue 0,5 dazu. Als nächstes werde ich von diesem Polygonobjekt noch diese Elemente auswählen. Gedrückte Shift-Taste und entweder Selektionszeiger oder hier mit Verschieben geht es auch. Ich kann also auch den Verschiebezeiger verwenden. Muss da aber ein bisschen aufpassen, dass ich nicht ich immer nur sauber klicke. Dann gehen wir mit rechter Maustaste auf diese aktivierten Polygone, sagen abtrennen und erhalten das neue Objekt unter dem Original liegen. Das Original bleibt ja bei dieser Funktion unbeschädigt und wir können jetzt auf diese abgetrennten Polygone das Material für die Fassade zuweisen. Ich kann ebenfalls hier diese ganzen Tags löschen, die ich für das obere Objekt gebraucht habe und das nennen wir jetzt Blech. Des Weiteren schalte ich einfach von diesem Objekt den X-Ray-Modus aus. Das ist ja so eine Art transparente Darstellung, die uns im Viewport bei solchen komplexen Szenen auch ohne Transparenzmaterial die Geometrie durchsichtig macht. Jetzt haben wir also die Gesamtgeometrie, die wir benötigen, erstellt. Wenn wir hier einzoomen, erhalten wir einen akzeptablen Ausschnitt dieser Fassade und können jetzt als letztes die Materialien zuweisen und als allerletztes den Shader anwenden. Für die Materialzuweisung müssen wir also hier in unser Masterobjekt und dem Klonobjekt, dem Klonobjekt für die Lattung und dem Sweep-Objekt für den Rahmen entsprechende Materialien geben. Das mache ich jetzt. Wobei ich hier den Schritt nochmal rückgängig mache, denn dieses Material hat ja eine Reflexion mit einer Rauigkeit. Das heißt, es wird etwas gespiegelt, das wieder aufgeraut wird. Das erhöht in jedem Fall die Renderzeit. Und in dem Fall sollten wir uns überlegen, ob ich das überhaupt wahrnehme. Ja, bei den Fensterrahmen, wo das Material auch zugewiesen ist, wird man das unter Umständen wahrnehmen, aber auch da kann man darauf verzichten, um Renderzeit zu beschleunigen. Das heißt, wenn man mit Cinema 4D rendert, sollte man immer überlegen, welche Materialien wirklich eine Spiegelung mit Rauheit brauchen. Für das Blech ist das in Ordnung. Da kann man bei entsprechenden Detaildarstellungen, wird man also die Reflexion dieser vorstehenden Klappelemente sehen, wie es sich in diesem Blech darstellt, also die Reflexion. Schauen wir uns das dann mal in einem Ausschnittsrendering auch an. Bei diesen ganz, ganz dünnen Profilen dieser Konstruktion werde ich das nicht wahrnehmen. Das heißt, dort wird Renderzeit an der Stelle vergeudet,
die keinen sichtbaren Effekt haben wird. Auch da nochmal ein Hinweis, die in Archicad zugewiesenen Materialien haben ganz, ganz oft einen solchen Spiegelungseffekt mit in den Materialien und erhöhen also dort auch die Renderzeit übergebührend. Man sollte also immer überprüfen, wie die Materialeinstellungen sind und nicht unreflektiert, egal ob man in Cinema vorgefertigte Materialien oder in Archicad Materialzuweisungen vornimmt. Renderzeit wird dadurch definitiv in die Höhe getrieben. Die Lösung für unser Problem ist, wir kopieren uns dieses Material, einfügen, können uns das hier hinlegen und schalten die Reflexion nicht ganz aus, sondern nehmen die Ebene, auf der das realisiert wird. Das ist diese hier, da sieht man, also das ist diese Typ-Beckmann-Spiegelung mit der Rauigkeit, die schalten wir uns aus. Es bleibt so ein Fond übrig, hier so ein Glanzeffekt, der aber, wenn wir hier sehen, keine tatsächliche Spiegelung hat und auch keine Rauigkeit. Okay, ich denke, das kann man visuell erkennen, das eine spiegelt das andere nicht. Und wir weisen jetzt den Profilen dieses Material zu und wir weisen mal dem Rahmen auch dieses Material zu. So. Dann möchte ich die Lamellen oder die Lattung mit einem Holz anlegen. Wenn ich jetzt schaue, habe ich ein Holz? Nein. Dann lege ich mir eins an. Wir können uns dafür ein neues Material erzeugen und laden in den Farbkanal aus dem Texturordner des Render-Vorlagedokumentes, das ist also dieses Außensetting-Demo. Dort habe ich verschiedene Hölzer mal abgelegt. Ja, also das werden wir noch nicht verwenden, aber das auch nicht. Das könnte man verwenden. Oder eben dieses helle Holz. Ich werde mal jetzt dieses helle Holz verwenden. Open. Hier sollte man auch überlegen, ob Spiegelungseffekte über dieses Standard, ja, so eine Art Fondglanz, ob das darüber hinaus noch notwendig ist bei diesen hauchdünnen Lamellen. Ich weise das zu, sage anstatt UVW-Mapping, sage ich Quader-Mapping und vielleicht noch auf Objekt anpassen. Nein, in dem Fall. Das passt schon so. Was wir jetzt gesehen haben, ist, dass wir der Lattung ein Material zugewiesen haben und dem Rahmen ein Material zugewiesen haben und sich dadurch diese für unsere Modulunterscheidung zugewiesenen Farben geändert haben. Das heißt, sobald ein Objekt ein eigenes Material bekommt, gilt das, was als Überobjekt an Materialien zugewiesen wurde, nicht mehr. Also immer wenn ein Unterobjekt ein eigenes Material hat, werden darüber liegende Materialzuweisungen nicht berücksichtigt. Das gilt eben auch, wenn die Objekte als Instanz in einem Ordner liegen und da das Material drauf liegt. Ja? Dann
gilt das genauso. Wir sehen aber, dass wir den Zylinder mit dem roten Material jetzt in verschiedenen Ordnern einsortiert haben und ich möchte mal, auch wenn das nur vier Objekte sind, möchte ich trotzdem mal die Funktion Material suchen und ersetzen anwenden. Ich prüfe also zunächst das rote Material, gehe hier mal auf Zuweisen, sehe, okay, das ist tatsächlich nur auf diesen Zylindern. Rechte Maustaste, Textur, Tag, Objekt selektieren als Befehl. Jetzt werden mir die Objekte in der Struktur aktiviert, wo dieses Material zugewiesen ist. Und das kann ich durch das Rahmenmaterial, was wir tatsächlich matt gemacht haben, ersetzen. Es sucht also die Material-Tags und durch Draufziehen eines Ersatzmaterials, ich kann das nochmal zeigen, so mache ich es mal blau übergangsweise, wird das dann hier ausgetauscht. Gut, machen wir es wieder mit dem gewünschten Material. Jetzt beschrifte ich mal kurz noch matt glänzend. Okay. Stellen wir uns mal von diesem Ausschnitt ein Proberendering her. Ich gehe nochmal hier auf die Render-Voreinstellung, sehe, okay, da gibt es eine Preview. Die werde ich jetzt aber mal nicht anschalten, denn hier in der Preview habe ich unter Optionen den Matt-Effekt ausgeschaltet. Das kann man also global für alle Materialien tun. Das beschleunigt einfach die Renderzeit. Die Vorschau dient ja dazu, Gesamtlichteinschätzungen und die Überprüfung des Schattenwurfes herzustellen, vielleicht auch grob die Materialien zu erkennen, aber es soll ja möglichst schnell gehen und deswegen ist das an der Stelle auch wegoptimiert worden. Deswegen, ich bleibe bei diesem Final-Render-Setting und werde das Bild hier mal im Viewport durchrechnen. Knapp 6 Minuten hat das jetzt gedauert, das Bild zu berechnen. Wenn ich genau hinschaue, kann ich eigentlich kaum einen Effekt erkennen. Also mit ganz, ganz genauem Hinsehen sieht man hier vielleicht ein bisschen was, aber das ist marginal, wenn überhaupt das hier als solcher Effekt einer rauen Spiegelung deutbar ist. Das ist also wirklich vernachlässigbar. Wir merken uns mal diese 544, tauschen das Material mal aus und möchten noch einen zweiten Änderungsansatz verfolgen. Und zwar ist mir aufgefallen, hier bei dem Blech muss ich das natürlich austauschen. Und zwar ist mir Folgendes noch als unschön aufgefallen. Dieses abgetrennte Blech, diese Polygone, schließen mit diesen Klappflügeln an einer Kante ab. Das sieht sehr unrealistisch aus, da braucht es einfach eine Fuge, da braucht es ja irgendeine Mechanik, die das Ganze regelt. Das heißt, hier möchte ich noch eine Änderung vornehmen. Ich speichere mir mal diesen Blick als Kamera. Nenne die Detail und gehe mal auf dieses unterste Blech, hier dieses, habe das selektiert, bin also im Polygonmodus, selektiere das hier mit dem oder dem Zeiger, einmal draufklicken und sage jetzt mal, Selektion invertieren. Einfach um mal einen anderen Befehl zu wiederholen.
lösche die, indem ich einfach die Entferntaste drücke, habe also die anderen Polygone weggelöscht. Gehe jetzt sogar noch auf Befehle, Optimieren. Was macht das? Ich habe zwar die Polygone gelöscht, die Eckpunkte bleiben aber bestehen und die möchte ich einfach der Ordnung halber wegoptimieren. Das habe ich mit dem Befehl getan. Dann werde ich auf Mesh Achse zentrieren gehen. 000 bedeutet, dass der Koordinatenursprung für das Objekt in die Objektmitte gesetzt wird, ausführen und kann jetzt als nächstes den Kloner erzeugen, den ich hier wieder zur Anwendung bringen möchte, nenne den Kloner Blech und werte den Kloner jetzt auf diesen, der kommt ja hier im Nullpunkt an, der Nullpunkt dieses Objektes ist aber woanders, das sehen wir, ich sehe ihn jetzt hier gar nicht, er liegt also irgendwo sogar wahrscheinlich noch außerhalb, obwohl er eigentlich, Moment, überprüfen wir das mal. Das, da ist er. Es war einfach nur das Polygon nicht aktiv. So, okay, also der hätte mich jetzt auch stark gewundert, wenn der nicht in der Mitte gelegen hätte, weil wir haben ja extra diesen Befehl ausgeführt. Wir werden also jetzt den Kloner ausrichten auf dieses Blechobjekt. Das muss ich tun, damit das Blech an derselben Stelle liegen bleibt. Das würde nämlich sonst in den Nullpunkt des Kloners gesaugt werden. Okay, wir gehen auf Werkzeug. Objekt anordnen, übernehmen, soll also die Koordinaten übernehmen von dem Blechobjekt, neu transformieren und jetzt ist der Kloner an derselben Position wie das Blechobjekt und wir können dieses dem Kloner unterordnen. So, der Abstand beim Kloner hier unter Objekt ist nicht 50 cm, sondern 3,2. Und davon brauchen wir mehr als 3, nämlich 5. Warum 5? Dann würde eins in der Luft liegen. Wir machen einfach das untere auch noch, indem wir sagen, der Kloner wird auch noch verschoben hier auf die Achse. Ja, hier in Koordinaten kann ich das machen oder hier auf 0. So, warum habe ich das überhaupt geklont? Es sind sich wiederholende Objekte, an denen wir noch Konfigurationen vornehmen wollen. Vielleicht muss man in einem weiteren Entwurfsschritt die Detaillierung dieses Teils noch erhöhen, irgendwie diese Schiebemechanismen damit mit einbauen, wenn man da ein Detail von darstellen will. Also wir wissen einfach noch nicht genau, was wir damit machen wollen. In unserem Fall wollen wir jetzt lediglich die Höhe dieses Polygonobjektes modifizieren. Und das klicke ich also wie folgt an. Blech. Standardwerkzeug hier, ich brauche, ja, das Werkzeug ist eigentlich fast egal, in dem Moment, wo ich das Blech als Polygonobjekt aktiviere, sehe ich ja die Koordinaten und ich sehe hier die 0,4 als Höhe und da mache ich mal 36 draus. Reicht das schon? Immer noch ein bisschen optimistisch, knapp. Ich mache mal nur 34 draus. Okay, und vielleicht geben wir den
doch noch eine Materialstärke. Und auch die will ich jetzt mal parametrisch machen, um das nochmal zu wiederholen. Simulieren Kleidungsoberfläche, dieses Objekt, das wir wie folgt verwenden. Die Unterteilung setzen wir auf 0, die ist standardmäßig als 1, das hatte ich jetzt hier in der Zwischenzeit schon mal getan. Und die Dicke werden wir auf 0,01 setzen, also 1 cm. Bevor wir das jetzt aber verwenden, wir können es, wenn ich so nochmal drüber nachdenke, wir können es also eigentlich auch so verwenden, dass wir den gesamten Kloner da hineinstecken jetzt und quasi die Klone, die entstanden sind, mit einer Materialstärke versehen. Ich will das jetzt hier mal zeigen, wie diese Parametrik funktioniert. Ja, ich habe jetzt einfach 1 cm, 10 cm. Damit kann man jetzt also spielen. Man könnte natürlich auch das Kleidungsoberflächenobjekt dem Kloner unterordnen, muss aber vorher, Achtung, auch hier wieder die Koordinaten übernehmen von dem Blechobjekt. Ja, das darf man nicht vergessen, sonst haut es uns diese Konstellation sofort wieder in den Nullpunkt und wir müssen alles reparieren. Okay, jetzt gehen wir mal zurück auf die Darstellung. Ich hatte das Material in Matt schon ausgetauscht und jetzt rendere ich die ganze Darstellung noch einmal. So, 4:12 hat das jetzt gedauert. Wir sind also knapp 30 Sekunden schneller, ohne dass wir wirklich einen Effekt erkennen können, der sich jetzt hier schlechter darstellt. Was allerdings besser geworden ist, ist diese Detailausprägung hier mit dieser Fuge. Das sieht also wesentlich edler aus und stimmiger. Damit können wir uns also dem letzten Schritt widmen. Das nenne ich jetzt auch einfach nochmal Blech. So. Und der ist hier ein Shader-Effektor auf die Klone links und rechts anschlagend anzuwenden. Und dazu aktiviere ich diese beiden Klonobjekte. MoGraph Shader Effektor. Das, was hier als Standard der Effektor mitbringt, die Skalierung, die kann ich gleich mal ausschalten. Und den Regler für Klone ändern, ganz auf 100% schieben. Das, was dann passiert, ist, dass der Zufallswert, den die Klonobjekte hier haben, wir haben ja hier, ach nee, wir hatten sogar gesagt wiederholen, wir haben nicht gesagt Zufall. Auf jeden Fall, wenn Zufall ausgewählt wäre, ich kann das ja mal hier im Nachgang einstellen und Ihnen nochmal zeigen, ich mache mal den Shader-Effektor aus, dann sehen Sie, dass diese Zufallswerte über diesen Startwert, das kann ich ja jetzt hier mischen und stelle fest, ja, okay, ich kann hier 25 Mal draufdrücken, es verändert sich, aber ich kann den Zustand mehr geschlossen, mehr offen, nur geschlossen, nur offen, damit nicht herstellen. Also so oft kann ich, glaube ich, nicht hier draufdrücken, dass irgendwann eventuell das annähernd so aussieht, wie man sich das vorstellt. Demzufolge wollen wir das also steuern und das machen wir eben über den Shader-Effektor. Der macht also diesen Zufallswert inaktiv oder überlagert den mit dieser Funktion Klone ändern. Überlagert habe ich deswegen gesagt, weil wenn ich natürlich hier
dieses Klonen dann reduziere und sage, du wirkst nur noch zu 70%, dann kommt natürlich dieser Zufallswert zu 30% hier irgendwo wieder rein. Dieses Projekt brauchen wir das nicht. Für andere Projekte ist das manchmal ganz interessant, das nur ein Stückchen beizumischen. Aber hier wollen wir jetzt über das Shading sagen, das soll hier ein falscher Klick dahin, das soll über ein Noise geregelt werden. Und dieses Noise stelle ich beim Projektionsraum von Textur auf UV2D. Dann kann ich über die Clipping-Werte zwischen jetzt ganz geschlossen, hier vorübergehend weiß, zu ganz offen, übergehend schwarz, alle Zwischenstufen realisieren. Ja, also die leichte Kontrasterhöhung ist ein Mittel, mit dem man mal experimentieren kann und dann an diesen Helligkeitswerten operieren. Die regeln uns jetzt dann die Verteilung der Klone, wie wir das hier beim Shader-Effektor Klone ändern festgelegt haben. Damit bin ich jetzt wirklich final durch. Es ist ein, wie ich finde, Aufwand-Nutzen-mäßig extrem effizientes Verfahren, um eine solche Fassade zu flexibilisieren in der Darstellung, in der Betrachtung, in der Analyse, wie wirkt das von innen, von außen, aus den verschiedenen stadträumlichen Perspektiven. Und wir haben gesehen, dass wir uns in Cinema mit diesen aufgebauten Strukturen eine extrem logische und leicht handelbare, leicht editierbare Gesamtstruktur aufbauen konnten, haben dafür mit dem ganzen Drumrum erklären, ja, nicht mehr als eine Stunde gebraucht. Rechnet man mal so diese Eingangseinführung weg, ein wirklich sehr, sehr effiziente Umsetzung. Ich bin fertig und hoffe, das hat bei Ihnen genauso gut geklappt.